Hi zusammen und willkommen zu Testtag Nummer 7. Ja, schon der siebte Tag. Heute wird es mal vegetarisch. Und da Freitag ist, aber nicht der 13., habe ich das 13. Menü ausgesucht. Nein, ich bin nicht abergläubisch. Die 13 ist meine Glückszahl. So, das ist Cheese Tortelloni Vegetarian. Weil etwas anderes wie dieses Fleisch. Mal ausprobieren, wie das ist. Machen wir es doch mal auf. So. Und zum Vorschein kommt das. Und bleibt direkt rein. Dann haben wir Crackers. Das Zubehörset, das eh nicht gebraucht wird. M&M's. Irgendetwas ist hier leicht fettig. M&M's. Den Chunky Peanut Butter, den ich auch nicht essen werde. Aus schon genannten Gründen. So, und dann haben wir hier das Orange Carbon Electrolyte, also so Isostar für Arme. Schon wieder ein First Strike. Die werde ich behalten, die gebe ich nicht weg. So. Machen wir doch mal unser zu trinken. Schon wieder eine andere Verpackung. Nee, irgendwie sind es immer andere. Da gibt es die kleinen, da gibt es die großen, da gibt es die mit dem praktischen Messbestand. Das sieht dann so aus, bevor es Wasser drin hat. Toll, an alles hat er gedacht, aber das Besteck hat er vergessen. Kommt gleich wieder. Wir sind ja zivilisierte Leute, also braucht man Kabel dazu. So ist es gut. So. Ja, da haben wir Apfelstücke in Spiced Sauce. Keine Ahnung, was das ist. Die Frage ist, soll ich das jetzt warm machen oder soll ich das so essen? Machen wir es mal warm. Oder wir essen es so. So, also das ist die Hauptmahlzeit und dann wird das so der Dessert sein, wenn man es so mit den anderen Portionen vergleicht. Es ist eigentlich recht wenig. Das ist alles. Da hatte ich schon wesentlich mehr, seitdem ich das teste. Wenn man dann abzieht, dass man eine Allergie auf Erdnüsse hat oder auf Nüsse im Allgemeinen, fallen die weg. Und die eigentlich auch. Die behalte ich aber trotzdem mal auf der Seite. So, dann wie immer der kleine Kurs für Leute, die vielleicht erst Video 7 schauen. Das sind diese Packungen hier. Das ist der Wärmebeutel. Es gibt diesen Notfallkocher. Das ist ein Flameless Heater. Ja, jetzt hier dieses Panel drin, das reagiert mit Wasser und wird ziemlich schnell warm. Ich zeige es nachher mal kurz. Man sollte es eigentlich nicht überfüllen. Ich habe mal gehört, man sollte so vielleicht bis unter die Buchstaben gehen.
Und man muss das Essen immer ein bisschen durchkneten, weil sonst wird es nicht richtig warm, was ich auch schon erfahren musste. So, also nachdem man es hier reingesteckt hat, füllt man dann ein bisschen Wasser ein. Und schon fängt es an zu kochen. Das braucht etwa 10 Minuten, Viertelstunde. Ich mache immer eine Viertelstunde daraus. Dann kommt das hier in den Karton, wo das Essen drin war, und stellt man es so senkrecht hin. Gut, nehmen wir an. Bis später. So, eine Viertelstunde ist vergangen. Entschuldigung, dass ich so schnell weg war, aber mein Akku war am Sterben. Ich habe ihn schon aufgeladen, hoffe, er reicht jetzt für den Rest, bevor dann wieder der richtige ankommt. So, wollen wir mal nachschauen schnell. Zuerst brauchen wir natürlich wieder sowas. So. Ja, so ist's. So. Sieht man, wie warm man das mal ist. So, habe einen ganzen lustigen Trick rausgefunden. Denn wer auf den hätte gern vorkommen sollen, wenn man die Packung schnell schüttelt, dann kommt das Wasser an alle der vier Panels. Und dann wird es halt dementsprechend warm, also das könnte man locker als Wärmekissen machen und so lassen. Ja, und die sehen dann so aus. Jetzt ist die Frage, hat es im Zubehör, es hat ein Tabasco gehabt, ja, Pech für die Schwarze. So. Und dann Dessert. So, das ist der Hauptgang. Die Tortelloni, die Vegetarischen, und die Apfelstücke. So, schauen wir doch mal, ob das schmeckt. Ich bin sonst nicht so der Fan von vegetarischem Essen, Fleisch gehört für mich dazu. Aber ab und zu ist es auch gut. Ja, was soll ich sagen? Lecker ist was anderes. Es liegt aber vielleicht daran, dass ich ein Fleischesser bin und mir jetzt das Fleisch fehlt. Ja, so. Geschmacksneutrale Cracker zu geschmacksneutralem Essen. Lecker. Bäh.
Tabasco. Jetzt kann man das hoffentlich ein bisschen eher essen. Also von allen Menüs, die ich bis jetzt hatte, würde ich mir das nie in der Einzelpackung kaufen. Es ist zu wenig, es schmeckt nach nichts. Ja, das einzig Tolle sind die hier. Äpfel. Die sind schlimm wie unsere Panzerkekse. Die sind total trocken und total geschmackslos. Pfui. So, wird noch für die Vitamine gesorgt. Okay, die Spicy Sauce ist Zimt. So, ein kleines Fazit zum Menü 13. Ich bin ja eigentlich ein großer Fan der 13, das ist meine Glückszahl. Aber das war mit Abstand das Schlimmste der Menüs, die ich je gegessen habe, bis jetzt. Chicken Fajita soll ähnlich, soll auch grauenhaft sein, das finden wir dann im Verlauf der Testreihe sicher noch raus. Das einzige Gute an diesem Menü waren die Äpfel, die Äpfelstücken, die waren... Der Rest ist, ja, im Notfall, okay, so, nein, danke. Das war also wenig begeisternswerte Menü 13. Cheese Tortelloni, vegetarisch. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis morgen.